Warte mal. Jo, Kartoffelfreunde. Ich glaube, wir sind bei Folge 14. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Und genau. Letztes Mal kam unser Kollege. Oh, meine Fresse. Nein. Nein, 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 nein. Warte, erstmal überlegen, wie haben wir den letztes Mal raus. Wo ist der Kollege? Haben wir davon haben wir noch fünf? Davon haben wir keine mehr. Lauf. Ah, jetzt geht's wieder los. Ja, ich weiß. Können wir das eigentlich jetzt schon einsammeln oder erst später? Also die Spritze können wir jetzt schon nehmen. Die können wir auch noch nehmen. So. Kollege Helm, hier. Komm schon, komm schon! Oh. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh nein, nein. Nicht zusammenbrechen, weiterlaufen. So. Als nächstes müssen wir die andere das Ventil hier ausmachen, genau. Komm schon, das schaffen wir in zwei Durchgängen. Ja. Ah, jetzt tötet er sich. Das sieht so eklig aus, ne? Wieso? Na, warum bleibst du nicht tot, alter Bruder? So, sind hier noch andere Sachen? Stirb. War hier nicht irgendwo ein Ausgang oder lag hier nicht irgendwo irgendwas? Hallo, ich will hier raus! Davon haben wir noch eine. Okay, wir haben den Explosivbolzen ein. Und er ist nicht tot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell einfach hier rum. Davon haben wir noch eine. Ich glaube, er ist tot, oder? Oh, wir haben Magazine. Oh! Oh. Oh, der Schuss hat's gemacht. Er hatte nur noch ein Leben. So. Das haben wir schon kaputt gemacht gehabt. Das können wir noch nicht nehmen. Irgendwo war jetzt noch ein Ventil, was er gleich kaputt macht. Wo war das nochmal? Genau, war das nicht hier rein? Genau, jetzt macht er das Ventil kaputt. Davon haben wir noch ein paar. Gut, 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 gut. Lauf weg, lauf, 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 lauf. Aufladen und sprinten, 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 sprinten. Und aufladen, 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 aufladen. Und so, ein großes Ventilrad. Eine Granate haben wir nicht mehr. Haben wir da irgendeine andere? Nö, gut. Hallo?
Jo, 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 jo. Nein, 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 nein. Befrei dich. Digga. Jetzt könnten wir das schaffen. So, und jetzt. Los! Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Wie kriege ich den denn jetzt tot? Okay, Bruder, entspann dich. Ich habe noch genug, oder? Ja, gut. So, und... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Einmal noch, und dann haben wir es geschafft. Ja. Wo ist er, wo ist er? Ach, wir können jetzt hier runter? Ich würde gerne einmal noch Glibbery Dibbery mitnehmen und ab nach unten. Jo, was geht ab? Das... Er versteht doch nicht, dass es nichts bringt, oder? Das versteht er einfach nicht. Okay, gut. Und ab nach oben mit dir. Was ist hier oben? Ach so. Jo, was geht jetzt ab? Drück. Ist er jetzt tot? Endlich. Yeah, Licht! Wuhu! In welche Richtung müssen wir? Da sieht's nach Sackgasse aus, da ist bestimmt irgendwas an der Ecke. Oh, da liegt was, da ist bestimmt was Seltenes. Oder auch nicht, doch hier. Da liegt was. Was haben wir hier noch so? Da haben wir noch mehr davon. Und ab nach unten. Keine Ahnung, was da unten ist, aber wir gucken einfach mal. Ach so, jetzt kommen wir zu Leslie wahrscheinlich. Hätte ich doch in die andere Richtung gehen sollen. Kapitel überlebt. Yo. Und nächstes Kapitel. Oh, Video. Leslie finden wir jetzt bestimmt. Hoffe ich zumindest. Sonst haben wir gleich ein Problem. Entschuldigung, wenn das jetzt irgendwelche Geräusche gemacht hat. Oh, ne. Und ich habe kein bisschen Munition mehr. Oh, das sind diese ekligen Viecher. Hä? Ah, jetzt ist es weg, so. Ich hoffe, hier ist irgendwo Munition oder so. Ja, Shotgun. Schnell, schnell, laut nach, laut nach. Haha, festgebackt. Brennen. Kann ich irgendwas nehmen? Nö. Munition. Endlich sammeln wir wieder mal ein paar Sachen ein. Noch mehr Munition. Oh, oh, oh. Okay, gut. Das war nicht so cool. Davon haben wir bestimmt jetzt genug, ja? Lad nach. Wow.
Wow, ernsthaft? Nein, nein, nein. Brenn einfach. Das hat hoffentlich keiner von euch gesehen, dass ich so schlecht gerade gezielt habe. Danke. Finde ich fair. Oh, gut. Ein Glück kam da wenig nichts Böses raus. Oh, hier ist noch was. Ja, was war da drunter? Ich weiß es nicht. Oh. Es sieht wieder mal. Die Atmosphäre ist wieder mal so freundlich, ne? Ach nö, 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 nö. Granate, 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 Granate. Und jetzt rennen wir ein bisschen weg. So, ich glaube, euch gibt's nicht mehr so ganz. Brennen. Was ist mit dem anderen Bruder? Gab ein bisschen Kopfschmerzen, ne? Opfer. Danke. Du, 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 du. Oh, da oben. Wie kann man irgendwo hochklettern? Muss ich wohl dadurch. Immer dieses wiederholt Leertaste drücken. Ich wünschte, es wäre eine andere Taste. Boah, 5000 Mal später. Und nochmal. So, oh. Da ist ein Schlüssel. Wir haben aber überraschend wenig Schlüssel gefunden über das ganze Spiel hinaus, finde ich. Aber sonst geht's euch gut, ja? Kann ich euch irgendwie helfen? Oder so? Nein? Gut. Also dieses Spiel, muss ich sagen, härtet ziemlich ab. Ich bin nicht mehr so schreckhaft wie am Anfang. Okay. Ich glaube, wir gehen lieber noch mal einen Schritt zurück und gucken uns das Ganze mal an. Ist da... Ach so, nein, da ist keiner, der die schießt, sondern... Ah, okay. So, jetzt warten wir kurz, bis er wieder durchgeschossen hat. Einmal hier runter. Und weiter geht die Fahrt. Komm, 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 komm. Und auch das haben wir überlebt. Oh, Revolver. Zwei Schuss. Zwängen Sie sich durch diesen engen Gang. Ich zwänge mich durch diesen unwahrscheinlich gefährlichen, engen, ungemütlichen Gang. Kein Problem. So, was haben wir denn hier alles? Meine Damen und Herren, wir haben... Oh, das sieht doch nach was aus. Oh. Okay, ich bin enttäuscht. Aber hier. Abnormale Gehirnwellenmuster bei den Probanden 25 und 33 und nun auch wieder bei 55 beobachtet. Ich weiß immer noch nicht, was das... What? Was geht ab? Was geht ab? Warte, 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 was sind das für Viecher? Da hilft nur eins, der Explosivwolken. So. Digga, was ist los bei dem Typen? Ach, die machen Schaden, die kann ich gar nicht direkt töten. Das ist ja nett. So krabbelnde Babys. Ich meine, freundlicher ging's auch nicht, oder? Digga. Au! Verpiss dich! Oh cool, die kann man platt trampeln. Die kicken wir alle weg! Kinderfußball, Kinderfußball. Kinderfußball. Alle wegkicken, alle kaputt kicken.
Alle kaputt machen. So. Hier hat sich noch einer in die Ecke gekrochen. Du fuck off. Oh, hier. Ein Blendbolzen oder so. Es juckt. So. Ich würde mal sagen, die Kinder haben wir weggefußballt. Ah, nee, hier hat sich noch einer versteckt. Komm her. Boom. Boom. Boom, boom. Boom. Stirb. 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 Dich schieße ich aus der Ecke. So. Aber das ist das... Ich glaube, es hört sich an, als ob ich noch irgendwas krabbeln würde, aber es ist, glaube ich, das Wasser. Gut. Das ist echt anstrengend, der Scheiß. Und ab ins Wasser. Och nö, nicht so ein Wasserscheiß. Ist das euer Ernst? Ich finde so Wasserdinger richtig eklig. Dann kommen gleich wie bei Amnesia. Ich weiß nicht, wer das Spiel von euch kennt. Nur so Wasserschritte. So sieht man nur so Fußabdrücke im Wasser. Also so Bewegungen. Können wir das kaputt machen? Oh ja. Cool. Dann können wir gleich nochmal zurückgehen, weil da war auch noch was. Und da oben war auch noch was. Ah, wir können hier nur nicht sprinten. Das ist echt doof. Dann müssten wir hier doch auch durchkommen. Ah? Nee, da ist nichts. Schade. Boop, boop. Es regnet. Oh, duschen könnten wir auch mal, oder? Okay. Kann er das mal auf... Hallo? Hallo? Ach so. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Alle wegkicken. Einfach alle kaputt machen. Ihr könnt eh nix. Oh, das ist eine Ratte. Oh, da. Die springen wie Frösche. Au. Ey. Bleib stehen. Arschloch. So, das war's. Oh. Einfach sterben. Oh nein. Ich hasse diese Babys sind richtig eklig. Du bist jetzt ganz tot und den Rest machen wir einfach so kaputt. Einfach alle kaputt treten. Geht doch easy peasy. Hier ist es noch einer und da ist noch einer. Da ist noch einer und raus sind wir aus dem Wasser. So. Ich würde gerne mal irgendwen von denen finden, die wir vorher einfach mal hatten. Unseren Kollegen oder die Alte oder Leslie. Irgendwen, dann wird es mir um einiges besser gehen. So, was haben wir hier? Ah, eine Kiste. Bitte, ah, sei was drin. Ja. Sniper-Munition und das Ding da. Da drüben ist bestimmt auch was. Das sieht aus wie ekelhafte Kokons. Ich lade einfach mal alles nach. Hier sind auch noch mehr Sachen zum kaputt machen. So. Warte. Ich habe so ein Gefühl, das ist eine Falle. Man sieht es aus der Höhle, ich bin zu tief reingegangen. Natürlich war es eine Falle, Sophie hat mir so oft gesagt, ich soll damit aufhören. Aber es war nur ein kleines Stückchen bis zur Wahrheit. Es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. Ich spürte einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie müsste nach draußen führen. Die Platte, die ich gefunden hatte, könnte den Schlitz passen. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel, aber wie herum gehört er? Die Chancen stehen 50-50. Ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit auf und ab und kann mich nicht entscheiden. Sophia, wenn ich es nach draußen schaffe, schließe dich in
schließe ich dich in die Arme. Ich werde dir sagen, dass du recht hattest und ich werde dich nie wieder loslassen. Okay, wir müssen wahrscheinlich die Platte da reinschieben. Und wir müssen die richtige Seite wählen. Können wir den irgendwie vorher abschießen? Okay, nein. Ich habe jetzt nämlich so ein... Yo, ich glaube... Ist die Platte hier? Ja. Diese seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein eingekerbtes Gesicht. Auf einer Seite der Platte ist Blut zu sehen. Ich denke mal auf der... Warte, wenn er das... so rum hat er sie reingelegt. Dann muss sie so rum richtig passen. Ja. Luftzug. Also das Rätsel war jetzt nicht so schwer, aber ich bin trotzdem stolz auf mich, dass wir das so leicht gepackt haben. Ihr kennt mich ja, ich bin eigentlich immer der Behindertste, wenn es um sowas geht eigentlich. Oh, was ist das? Oh, jetzt ist, das kann doch nur dieser komische Typ sein. Ja, es war so klar, dass wieder sowas. Nein. Oh, ein Kartenfragment. Oh, ist der Ton unangenehm. Oh, ist der unangenehm. Oh, ist das eklig. Hier kommen wieder diese unsichtbaren Viecher, ich kann's riechen. Oh, der Ton ist richtig pervers. Oh, oh. Oh, bitte hör auf. Oh, das ist richtig... Oh nein, 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 nein. Oh, ich hasse diese unsichtbaren Viecher. Da links ist er. Oh, ist der Ton eklig. Oh, der Ton. Was zur Hölle ist hier los? Oh. Keine Zeit. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Ruvik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn Sie mich im Dunkeln lassen. Und Sie werden meine Hilfe brauchen. Er. Wir forschten an einer Methode. Wie soll ich das erklären? Es ging darum, Gehirne zu koppeln. Auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen. Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Direkt. Völlig neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Meinen Sie das ernst? Das ist doch völliger Wahnsinn. Ich habe nie gesagt, es wäre perfekt. Besonders nicht mit so einem labilen Wirt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath. Und wir sind alle in seinem Kopf. Oh, was? Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber... Langsam verstehe ich sogar. Wow, was will er? Was will er sonst? Wir sind die Einzigen, die ihm was antun könnten. Oh, das war so klar, dass wieder alles verschwindet. Ja, ihr hässlichen Pisser. Kackscheiße. Oh Mann, ja, jetzt müssen wir wieder so eine Notiz finden. Haben von uns, ja, Tagebuch von Sebastian Castellanos, 16. Juni 2009. Heute ist Lilis erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Myra, Gott beschütze sie, hat 3 harte Jahre hinter sich. Ein Baby großzuziehen ist ein Vollzeitjob und jetzt bekommt sie endlich eine Pause, die sie verdient hat. Mit Pause meinte ich ihre Rückkehr zum KCPD. Was heißt eigentlich KC? Also, Police Department, aber KC, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Mindestens eine Person.
Crimson City. Okay, gut. Crimson City Police Department. Ist hier noch irgendwas, was wir übersehen haben? Nö. Warte mal. Krankes Vieh? Das ist ja noch schlimmer als der Hund. Das ist ja noch schlimmer als der Hund, der Typ von eben und unser erster Boss da hier. Wie der erste, Alter. Oh, Alter, das Ding ist ja richtig pervers. Oh, Alter. Lauf doch! Digga. Will die Taschenlampe anmachen? Schnell, Licht! Oh, Alter. Es war so klar, dass sowas passiert. Und ich erschrecke mich auch noch. Digga, gut. Also, ich würde mal sagen, wir haben das Kapitel 8. Perfekte Zeit, würde ich mal sagen. Alles gut, alles super. Ich sag einfach mal, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Teilt das Video. Packt es zu euren Favoriten, wenn es euch gefallen hat. Oder es euch ihr euren Freunden zeigen wollt. Lasst mir doch ein Abo da und... Ich war bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schlechtunterhaltung und Kartoffelsalat. Tudelü!